Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem kleinen Impuls zum Gründonnerstag. Gründonnerstag ist ein Tag der innigen Verbundenheit zwischen Jesus und seinen Jüngerinnen und Jüngern durch die Jahrhunderte hindurch. Jesus kommt uns nahe im Wasser der Fußwaschung und in Brot und Wein beim Abendmahl. Daran erinnern wir uns und lassen uns in diese Verbundenheit hineinnehmen. In diesem Jahr können wir das nicht zusammen im Gottesdienst tun. Wir können nicht Gottesdienst miteinander feiern in der gewohnten Weise. Wir können nicht das Brot brechen, den Wein teilen. Aber wir sind dennoch verbunden, verbunden im Gebet und im Hören von Gottes Wort. Amen. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 111. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten, er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind geschaffen, wahrhaftig und recht. Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Dankbar sehen wir auf dich, Jesus. Auf dem Weg zum Kreuz suchst du die Gemeinschaft mit uns. Du gibst dich in den Tod, damit wir zum Leben kommen. Lass uns dieses Leben erfahren und ergreifen, heute und alle Zeit. Amen.
Ich möchte Sie gerne aufmerksam machen auf den Brackwieder Künstler Wilhelm Wrobel. Er hat diese Christusfigur, Christus der gute Hirte, 1948 als Auftragsarbeit angefertigt. Und die Familie hat uns ein Gemälde von Wilhelm Wrobel überlassen, das unterjährig in der Sakristei hängt und das genau die Geschichte aufnimmt, die uns Pfarrer Kellner vorgelesen hat. Der Künstler hat dieses Bild Gethsemane genannt. Bitte kommen Sie mit mir in die Sakristei. Wir sind hier in der Sakristei der Evangelischen Kirche Iselhorst. Und hinter mir befindet sich das Bild, das der Künstler Wilhelm Wrobel 1948 gemalt hat. Er hat es Gethsemane genannt. Lesung aus dem Lukas-Evangelium im 22. Kapitel. Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er geriet in Todesangst und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Amen. Jesus geht an den Ölberg. Nach seiner Gewohnheit, haben wir eben gehört. Jesus zieht sich immer wieder zurück in die Stille und in das Gebet. Und er nimmt die Jünger mit. Sie sollen in seiner Nähe sein, denn nur bei ihm ist das Heil zu finden. Jesus ringt um seinen Weg. Kann der Kelch an ihm vorübergehen? Schweißtropfen rennen wie Blut von seiner Stirn. Genauso wird es am Kreuz sein. Jesus empfindet Todesangst. Stärkt Jesus. Denn was Gottes Wille ist, dient dem Heil. Der Künstler hat einen Lichtstrahl senkrecht von oben auf das ernste Antlitz Jesu gezeichnet. Der Weg Jesu endet nur scheinbar im Scheitern. Denn Karfreitag wird den Sieg über Schuld und Sünde bringen. Aber diesen Weg wird Jesus allein gehen. Niemand von uns hat etwas dazu beizutragen. Könnte man es deutlicher erzählen als so, dass die Jünger eingeschlafen waren? Aber uns kann nichts Besseres passieren, als in seiner Nähe zu bleiben. Nur in ihm ist das Heil zu finden. Nichts soll uns davon ablenken. Wir beten. Gott, du fehlst uns. Wir sehnen uns nach dem Brot deiner Nähe, dem Wein der Befreiung und dem Wasser des Lebens.
Wir sehnen uns nach Gemeinschaft im Gottesdienst, nach Essen und Trinken an deinem Tisch, nach dem Lärm der Kinder und Jugendlichen in unseren Gemeindehäusern. Wir sehnen uns nach dem Singen der Chöre. Unsere Geduld wird auf eine Probe gestellt. Wir bitten dich in dieser zähen Zeit, sei du im Brot, auch wenn wir es alleine essen. Sei du im Wein, wenn wir ihn betend trinken. Sei du im Wort, wo auch immer wir es hören und lesen. Öffne uns für deine Nähe in der Stille und stärke unsere Geduld und Zuversicht, damit uns die Finsternis nicht überwältigt, sondern dein Licht in uns, für uns und durch uns für andere strahlt. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.